Herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Wie ihr im Titel gelesen habt, gibt es ein kleines Update zu meinem Körper. Vor allem jetzt, nachdem ich im Urlaub war. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, weil ich absolut überhaupt nicht aktiv auf YouTube war. Ich war nämlich auf Bali und dazu wird auf jeden Fall noch das eine oder andere Video kommen. Dazu am Ende mehr, aber ja, ich war auf Bali und habe da natürlich null auf meine Ernährung geachtet und auf Sport oder was weiß ich. Heißt, mein Körper hat sich da ein bisschen verändert. Genau, deswegen kleines Update, wie mein Körper jetzt aussieht. By the way, wer die Videos über Bali nicht verpassen will, kann einfach meinen Kanal schnell abonnieren. Ich würde mich sehr drüber freuen. Ganz vorneweg, ich zeige euch jetzt einfach mal, wie mein Körper jetzt gerade aussieht. Also, ich habe ja aufgehört bei 54,0 Kilogramm und ich kam aus Bali zurück, habe mich gewogen und ich habe 54,6 gewogen und war tatsächlich sehr erstaunt darüber. Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass wir uns einfach sau viel bewegt haben, dadurch, dass wir einfach jeden Tag viel unterwegs waren, viel gelaufen sind. Wir waren surfen, wir waren schnorcheln, ich bin viel geschwommen und so weiter und so fort. Deswegen denke ich, dass durch diese körperliche Aktivität ich nicht so viel zugenommen habe, wie ich eigentlich gedacht habe, dass ich zunehme. Genau, und jetzt gerade ist meine Waage kaputt. Was heißt kaputt? Das stimmt überhaupt nicht. Batterie ist alle. Das ist alles. Und deswegen weiß ich nicht, wie viel ich jetzt wiege. Ich glaube, dass ich nämlich jetzt wieder ein bisschen was zugenommen habe. Einfach, weil ich halt nicht mega wieder darauf achte und es so weitermache, wie ich es eben damals gemacht habe. Weil ich will ja nicht weiter abnehmen. Ich möchte dieses Gewicht gerne halten. Plus, minus ein Kilo ungefähr. Und ja, die Batterie ist gerade alle. Ich werde heute neue Batterien kaufen und euch einblenden dann, wie viel ich jetzt gerade wiege. Für den Vergleich, angefangen habe ich bei 72 Kilo und habe bei 54 aufgehört und das ist mein Gewicht jetzt. Ich habe dadurch aber auch gemerkt, dass ich sehr zufrieden bin, auch nicht diese Zahlen zu haben, wenn ich mich jeden Morgen auf die Waage stelle, weil ich hatte echt ein bisschen Schiss, dass ich da so ein bisschen reinrutsche, dass das jetzt so ein nicht ein Wahn ist, aber schon so ein bisschen, dass ich dann nicht mehr rauskomme, dieses Kalorienzählen, auf Essen achten, auf Sachen verzichten, mich jeden Tag wiegen und dann unzufrieden zu sein oder nicht. Und ja, dadurch, dass ich gerade mich einfach nicht wiegen kann und auch im Urlaub mich nicht wiegen konnte, bin ich da ein bisschen, ja, ich merke einfach, dass ich zufrieden bin, ohne dass ich mich die ganze Zeit an irgendwas messen muss. Und ja, das finde ich sehr gut. Aber um euch eben trotzdem so ein bisschen Transparenz zu geben über den Jojo-Effekt von wie ich abgenommen habe, möchte ich euch natürlich die Vergleichszahlen geben, ohne dass sie mich jetzt irgendwie groß beeinflussen. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Körper gerade eben. Das war mein Ziel und nicht irgendwie auf, klar war mein Ziel auch irgendwie auf ein gewisses Gewicht zu kommen, aber jetzt, wo sich dieses Gewicht verändert, stört mich das gar nicht mehr so groß, weil ich gerade zufrieden bin mit meinem Körper. Das liegt vielleicht auch mit, hängt mit anderen Sachen zusammen, die in meinem Leben passieren, dass gerade irgendwie einfach alles ganz gut ist, was sehr schön ist. Wer meine Mental Health Videos gesehen hat, weiß vielleicht, von was ich spreche. Genau, deswegen freue ich mich einfach gerade drüber, dass bei mir eigentlich alles gerade glatt läuft. Ich ein sehr nices Leben führe und einfach gerade zufrieden mit der Gesamtsituation bin, wodurch vielleicht auch dieses Gefühl entsteht, dass ich auch zufrieden mit meinem Körper bin gerade. Genau, aber zu den Vergleichszahlen. Also, um den Vergleich zu schaffen, ich habe aufgehört, Kalorien zu zählen, auf mein Essen zu achten und so weiter und so fort, ungefähr Ende Juli, Anfang August, weil ich da mein Ziel erreicht hatte. Und dann habe ich natürlich nicht gleich wieder alles gefressen. Und natürlich hat das auch jetzt noch Effekt auf, wie ich mich ernähre und so weiter und so fort. Aber ab da habe ich nicht mehr aktiv darauf geachtet. Und heute ist der 3. November. Dass ihr so einen Vergleich habt, von welcher Zeit ich da spreche. Also, vor meinem Abnehmen begonnen habe ich beim Taillenumfang von 81 cm und als ich aufgehört habe, also Ende Juli, Anfang August, bei 67 cm. Und Stand heute, Anfang November, bin ich bei 68 cm. Also ich habe wieder einen Zentimeter Taillenumfang zugenommen, was ich überhaupt nicht schlimm finde. Manchmal komme ich mir dicker vor, manchmal nicht. Ich glaube aber auch, dass das mit meinem Zyklus zusammenhängt.
Und deswegen, ja, ich bin sehr fein damit. Mit Bauchumfang gestartet habe ich bei 91 cm. Geendet habe ich mit 75 und bin Stand heute bei 77 cm. Damit bin ich auch sehr fein. Meine Oberschenkel habe ich begonnen mit einem Umfang von 66 cm und aufgehört mit 57 und Stand heute bin ich immer noch bei 57. Finde ich ganz cool, dass ich, wenn ich zunehme, jetzt anscheinend wieder am Bauch zunehme, weil ich immer das Gefühl hatte, dass Oberschenkel meine Problemzone ist und ich da als erstes wieder zunehme und als letztes dort abnehme. Und ja, das ist gleich geblieben, das freut mich sehr. Dann zu meiner Ernährung. Im Urlaub habe ich tatsächlich gar nicht drauf geachtet. Ich habe schon ein bisschen versucht, dieses Intervallfasten mit drin zu lassen, aber einfach, weil ich morgens keinen Hunger habe. Also wenn ich morgens aufwache, dann esse ich die ersten paar Stunden einfach nichts. Ich versuche auch jetzt mich noch daran zu halten, dass es die ersten 3 Stunden sind, die ich wach bin, wo ich nichts esse. Im Urlaub war das aber einfach, weil ich mit Freunden unterwegs war, ein bisschen schwierig, sich da anzupassen, weil wenn wir frühstücken gehen, gehen wir frühstücken und dann sage ich nicht, ja, ich esse aber erst in 3 Stunden. Deswegen habe ich da nicht drauf geachtet. Inzwischen ist es aber wieder so, die ersten 3 Stunden esse ich nichts und ich esse auch bloß 2-mal am Tag. Aber diesmal bin ich tatsächlich nicht so, dass ich sage, dieses Gericht kann ich nicht machen, da nehme ich lieber den Sahnenersatz, weil der weniger Fett hat oder so, sondern in meinem Kühlschrank steht jetzt ganz normale Sahne. Zwar immer noch der fettreduzierte Frischkäse und so, weil es tatsächlich so ist, meiner Meinung nach auch ein Riesentipp, Sachen, die fettreduziert sind, machen viel aus und die schmecken nicht groß anders. Also einfach von so Sachen wie Frischkäse, Sahne und so weiter, kann man einfach die fettreduzierte Variante kaufen. Und es macht geschmacklich, finde ich, nicht so einen riesen Unterschied. Aber man kann da so unfassbar viele Kalorien mit einsparen. Also vor allem Frischkäse. Das ist crazy. Also ja, wer nicht mega krass viel auf alles Mögliche achten will, einfach von den Sachen mal ein bisschen fettreduzierte Sachen kaufen. Und so einfach ist es manchmal. Dann zum Sport. Ja, auf Bali habe ich mich einfach viel bewegt. Deswegen habe ich da, denke ich, nicht so viel zugenommen. Wie gesagt, ich weiß gerade nicht, wie der aktuelle Stand ist, wie viel ich wiege. Aber ich glaube, ich habe wieder ein bisschen zugenommen, weil ich mich einfach nicht so viel bewege wie dort. Ja, aber ja, sonst gehe ich ganz normal in meinen Tanzen. Also so, ja, 3 bis 4 Mal die Woche, denke ich. Aber das ist kein Tanzen, wo du dich dann wirklich 1,5 Stunden am Stück bewegst. Sondern wir lernen, ich glaube, das habe ich auch schon öfter gesagt hier, wir lernen Technik. Wir gehen 20.000 Mal in die gleiche winzige Bewegung. Wir machen nur Arme, wir machen nur Füße zum Beispiel. Ich glaube nicht, dass ich da so unfassbar viel Kalorien mit verbrenne. Aber ich würde trotzdem gesagt haben, dass jede Parallele mit einberechnen kann, warum ich wie abgenommen habe und wo zugenommen habe und so weiter und so fort. Genau, und das ist eigentlich auch schon alles. Ich hoffe, für euch war das ein gutes Video. Ihr habt so ein bisschen mitgekriegt, wie man diesen Jojo-Effekt eingegrenzt bekommt. Oder für mich ist es eigentlich eher, ja, gut zu wissen, dass so wie ich abgenommen habe, ist nicht so, dass mein Körper mega auf diesen Jojo-Effekt anspringt. Ich glaube, das ist aber bei jedem unterschiedlich. Ich würde aber doch sagen, dass ich dann vor allem dieses Jahr 2022 alles, wie ich dieses Jahr abgenommen habe, fand ich, war sehr gesund und nicht so auf schnell möglichst viele Kilo abnehmen, so wie letztes Jahr. Deswegen glaube ich, dass mein Körper da einfach nicht so ist, dass ich jetzt mega, dass die Kilozahl wieder mega in die Höhe schießt. Ich verlinke euch natürlich trotzdem alle Videos, wie ich abgenommen habe, was ich gemacht habe und so weiter unten in der Infobox, beziehungsweise ich habe eine Playlist erstellt, die könnt ihr mal ein bisschen durchskippen, wenn ihr Lust habt. Und wie gesagt, auf diesem Kanal wird jetzt ein bisschen mehr Content zu Bali kommen, da wollte ich euch eigentlich fragen, was euch da interessieren würde. Schreibt mir gerne entweder in die Kommentare oder per Instagram Direct Message, wie ihr möchtet, ob ihr da eher was zur Route haben wollt oder was wir unternommen haben oder was ich finde, was sehenswürdig ist, was man sich dort anschauen kann. Oder ob ihr so eher in die finanzielle Richtung gehen wollt, wie ich mir das leisten kann, was die Kosten von was waren oder wie man gut spart, wie man günstig bucht. Genau, schreibt es gerne mal und dann freut mich, wenn ich euch da sehe. Abonniert gerne den Kanal und bis zum nächsten Mal.